mein eigener Gameplan, den ich auch so preisgebe, ist es, ihn aufzuessen im Käfig. Dass er wirklich keine Lust mehr hat, dass man Runde für Runde sieht, hey, der Typ hat einfach keinen Bock. Er ist noch so ein bisschen stolz, weil so viele Leute zuschauen oder sowas, warum er nicht aufgibt, aber von seiner Performance her hat er schon komplett aufgegeben. Das ist mein einziger Gameplan, den ich habe. Ich will genau den durchsetzen. Dass er schon direkt nach der ersten Runde oder spätestens nach der zweiten, man ihm ansieht, hey, der will gar nicht mehr kämpfen. Der ist einfach nur noch so mit im Käfig dabei, aber er versucht hier nicht mehr irgendwas zu reißen. Jeden kann man irgendwie brechen. Und es ist nur eine Frage der Zeit und der Härte, bis einer eingeht. Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen hier in der wirklich kalten Westfalenhalle in Dortmund, muss man sagen. Aber am 25.03., da wird es hier mit Sicherheit nicht kalt, da wird es heiß hergehen. Denn dann wird dieser junge Herr hier, Mehrdad Isyıldırım, seinen Titel verteidigen gegen Max Koga. Mehrdad, erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Wir haben vor einigen Minuten den Black Table gedreht, den zweiten Black Table. Das haben wir auch noch nie gehabt, den zweiten Black Table zu ein und demselben Kampf. Wie war es für dich? Wie hast du es erlebt? Ich war auf jeden Fall ein bisschen wütender, sag ich mal. So einfach die Sachen, die halt passiert sind, jetzt nicht emotional wütend in dem Sinne, sondern einfach, da sind so ein paar Sachen passiert, dass ich mir denke, ich muss jetzt nicht unbedingt jetzt der beste Freund sein, alles aber immer noch auf höflicher Art und Weise. Ansonsten, man kennt Max, ich kenne ihn, ich weiß, wie er drauf ist, ich habe schon ein Black Table mit ihm gehabt, ich weiß, wie er kämpft, ich weiß, was auf mich zukommt, ist nichts Neues. Es ist ja in der deutschen Szene so, oder generell eigentlich in den sozialen Medien immer so, dass wenn etwas Polarisierendes passiert, die Leute natürlich Partei ergreifen, pro oder contra. Und das war in eurem Fall genauso, nachdem Max sein Interview damals abgefeuert hat, gab es halt ein paar Leute, die waren pro Mehrdad, aber die Leute, die halt anti-Mehrdad waren, die haben das halt auch sehr, sehr vehement geäußert. Und wie ich persönlich finde, auch ab und an mal unter der Gürtellinie geäußert. Das ist ja leider so ein Problem im Internet. Aber diesmal alles ausgeklammert, kannst du verstehen, was er geäußert hat in diesem Interview? Kannst du seinen Punkt verstehen? Selbstverständlich, natürlich. Ich habe ja auch dort Einsicht gezeigt, sage ich mal, weil es nicht nur jetzt von seiner Seite aus, wenn er sagt, dass es dumm war, sondern ich sehe selber im Nachhinein ein, dass es dumm war. Also ich habe da ihn gar nicht dazu gebraucht, 7 Tage vorher. Aber wie gesagt, das sind auch Emotionen. Und eigentlich sollten die in einem Kampf nichts zu suchen haben. Weil wenn man emotional irgendwie Entscheidungen trifft, da sind es sehr oft die falschen Entscheidungen. Man sollte da immer einen kühlen Kopf bewahren. Und für mich war es genauso emotional, weil ich gesagt habe, hey, nur einmal gekämpft, letztes Jahr hast du auch nur einmal gekämpft, du bist jetzt 29 geworden, du musst noch mal ran und sonst ist es irgendwann zu spät und du gibst dir alles für diesen Traum, das muss vorangehen und auf Biegen und Brechen irgendwas zu erreichen, ist dumm. Und das habe ich, daraus lernt man, macht einen Fehler, man lernt daraus und dann geht's weiter. Also ich sag mal, wir waren natürlich jetzt intern bei Fighting und bei NFC auch nicht unbedingt glücklich darüber, wie das gelaufen ist, insbesondere wie es dann ausgegangen ist. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass du sagst, ich bin jung, ich muss kämpfen, ich brauche auch irgendwo das Geld. Da warst du auch sehr, sehr transparent. Nichtsdestotrotz ist es nun mal passiert. Was für Schlüsse hast du aus diesem Kampf gezogen? Sehr, sehr viele. Also ich habe einfach Muster beobachten können bei mir. Von den Niederlagen zu den Siegen. Ich sag mal, die Siege, klar, das waren auch gegen ganz, ganz viele gute Leute. Da waren Trabelsi dabei, da waren John Aslaner dabei, da waren wirklich zum Teil auch gute Leute dabei und das Level wird auch immer höher. Also ist klar, dass man sich ab und zu auch mal eine Niederlage reinholt. Aber das Ding ist, dass ich selber bei mir beobachtet habe, dass mir gerade eine Niederlage immer dann widerfährt, wenn ich es auf die leichte Schulter nehme oder wenn ich mich überhaupt kein bisschen psychisch mit diesem Kampf auseinandersetze. Weil es für mich so ist, ja komm, das gewinnst du eh die ganze Zeit, jetzt mach schon. Dann verlierst mal einen. Dann sage ich mir wieder, okay, der Nächste, das wird Ding, das war dann der Risch. Ich finde, die Leistung war da richtig gut, auch im Striking, am Boden. Sachen gebracht, die ich niemals irgendwie Flying Superman Punch zum Takedown und am Boden dann submitted. Also solche Sachen, weil ich mich extrem damit befasst habe. Ich habe mir vorher noch gesagt, hey, ich will mir die Hände brechen dort. So, wenn es funktioniert, will ich mir echt die Hände... So, und dann, wo ich dann wieder gegen den nächsten Brander gekämpft habe, war für mich so, dass ich noch nicht mal in meinem Kopf einen Gameplan ausgemacht habe. Das war so, ja, ich gehe hin, ich gebe dem 1-2 und dann wird es schon laufen, so. Und schon wieder eine Niederlage. Also es ist immer passiert, wenn ich denke. Außer der Ehrenskampf 1. Aber da muss man sagen, die Leistung, die war eigentlich, also für mich ganz persönlich, ich sehe das nicht mal als Niederlage, auch wenn es auf dem Papier eine ist. Ja. Ich sage auch nicht, dass er nicht gewonnen hat oder sowas, sondern ich sage, für mich innerlich, sportlich gesehen, das war ein Sieg. Ja. Das war eine gute Leistung. Eine geile Leistung. Ja. So. Und zu dem Kampf habe ich mich aber psychisch vorbereitet, extrem vorbereitet. Und wenn dann sowas passiert, ist es okay.
Aber gerade bei diesen ganzen Niederlagen war es wirklich immer so, dass ich mir gesagt habe, ja komm, das wird schon. Geh einfach rein, mach das. Also für alle, die gar nicht wissen, worüber wir überhaupt reden, es ging um den Kampf, den du eingeschoben hast, außerhalb von NFC gegen Karo Matulo-Sufjev, ein Mann, den man bis dato gar nicht so auf dem Schirm hatte, der aber sich als sehr, sehr starker Ringer herausgestellt hat und dich am Ende auch dann klar besiegt hat. Glaubst du, dass das irgendwie dem Ansehen von diesem Gürtel oder dir als Champion in irgendeiner Weise schadet? Dass die Leute jetzt sagen könnten, ja gut, er trägt das Ding ja noch, aber verloren hat er ja trotzdem. Kann sein, dass da ein paar Leute sich ihre eigene Meinung dazu bilden. Was ich dazu sagen muss, das war nicht ich in diesem Kampf. So, das war, wie gesagt, 7 Tage vorher. Ich war null vorbereitet. Ich habe Fehler gemacht, wo ich bei mir im Anfängerkurs sage, mach das da niemals. Das wollt ihr nicht machen. Und ich mache sie selber in einem Kampf. So, das sind also, ich sage ehrlich, da gibt es bestimmt Leute, die das sagen. Ich persönlich sage nein, kein bisschen, weil wenn sie den März am 25. März sehen, dann werden die sagen, okay, der ist zu Recht Titelhalter. Jetzt hoffe ich mal, dass deine Schulter wieder auskuriert ist. Das war ja das Problem, warum im August dieser Kampf nicht stattfinden konnte gegen Max Koga, als er das erste Mal angesetzt war. Und wir haben gerade im Gespräch mit Max erfahren, dass er von dieser K.O.-Niederlage gegen Jarno noch immer Spätfolgen hat. Also ein Teil des Gesichts taub ist. Ich weiß, dass er relativ lange auch Probleme mit dem Auge hatte. Ich weiß auch, dass er gegen Mohamed Trabelsi damals mit einem kaputten Knie angetreten ist. Das heißt, er ist natürlich durch all die Kämpfe, die er hinter sich hat, hat es fast 30 Kämpfe, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe, und all die Jahre, die er in Russland, in den USA und sonst wo gekämpft hat, hat sein Körper natürlich auch gelitten. Was glaubst du, in welcher Verfassung er antreten wird am 25.? Ich werde ihn auf keinen Fall auch nur annähernd unterschätzen. Er wird in einer körperlichen Bestform antreten, egal wie viele Verletzungen da einhergegangen sind. Sobald man im Ring steht, spürt man nichts mehr. Da kann man auch ein kaputtes Kreuzband haben. In meinem Fall war es halt bei der Schulter so, ich konnte den Arm nicht mehr über 90 Grad heben. Und das hätte sich wahrscheinlich beim Kampf nicht wirklich geändert. Wenn ich hier wäre und jetzt auf einmal Adrenalin habe, heißt nicht, dass ich auf einmal den hier machen kann. Hätte nicht geklappt. So, deswegen war bei mir dann die Absage, aber ich erwarte von ihm, dass er, egal welche Blessuren er auch hat, da wird hoffentlich nichts Großes dabei sein, dass er topfit da reinkommen wird und alles geben wird, genauso wie ich auch. Das wären zwei Mauern, die aufeinander prallen werden. Du warst damals bei Nova FC in Balingen, glaube ich, auch nicht der Headliner, ne? Das war der Co-Main-Event. Co-Main-Event, ja. Du bist jetzt also, du warst der Headliner gegen Jarno im April letzten Jahres, war die Arena ein bisschen kleiner. Dann jetzt hier also das zweite Mal und diesmal in so einer Hütte. Was hast du dir vorhin gedacht, als du hier reinkamst? Das riesig. Also die Halle voll. Jungs und Mädels, freut euch auf etwas. Wirklich, wenn ihr diese Halle voll macht, ja. Die Stimmung, die Atmosphäre, das wird einfach einzigartig. So allein schon nur so viele Menschen auf einem Haufen zu sehen, wird sich schon lohnen. Mal abgesehen von den Kämpfen. So, ja. Das ist schon, also das ist der Wahnsinn. Wirklich krass hier. Es wird eine große Party und Max hat sich ähnlich geäußert. Er sagt, für ihn ist es der wichtigste Kampf seiner Karriere, einfach weil er jetzt auch an so einem Scheideweg steht. Ich glaube, wenn das eine Niederlage wird, so habe ich es ein bisschen rausgehört, könnte ich mir auch vorstellen, dass es das vielleicht sogar gewesen ist. Ist dir bewusst, dass du den Rente schicken könntest? Ist mir nicht nur bewusst, sondern ich möchte das tun. Auf jeden Fall. So, ich rede mit meinen Trainern darüber und genau das ist so, das, worüber wir reden und wir sagen, hey, du wirst ja mit so einer Härte gehen, dass er sich danach sagen wird, hey, scheiß drauf, ich brauche mir den Scheiß nicht mehr geben. So, und das ist wirklich das Ziel. Ich tue mich extrem schwer, ich habe es dir gerade schon im Vorgespräch gesagt, irgendwie zu visualisieren, wie dieser Kampf ablaufen wird. Normalerweise habe ich immer irgendeine Vorstellung, ob die jetzt eintrifft oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie es läuft. Ich könnte mir vorstellen, ihr ballert euch 5 Runden, ich könnte mir vorstellen, ihr ringt 5 Runden, ich könnte mir vorstellen, es wird eine Mischung aus einem. Was glaubst du, wie der Kampf läuft? Ehrlich, Marc, ich kann es mir genauso wenig vorstellen. Ehrlich, also mein eigener Gameplan, den ich auch so preisgebe, ist es, ihn aufzuessen im Käfig. Dass er wirklich keine Lust mehr hat, dass man Runde für Runde sieht, hey, der Typ hat einfach keinen Bock. Er ist noch so ein bisschen stolz, weil so viele Leute zuschauen oder sowas, warum er nicht aufgibt, aber von seiner Performance her hat er schon komplett aufgegeben. Das ist mein einziger Gameplan, den ich habe. Ich will genau den durchsetzen. Dass er schon direkt nach der ersten Runde oder spätestens nach der zweiten, man ihm ansieht, hey, der will gar nicht mehr kämpfen. Der ist einfach nur noch so mit im Käfig dabei, aber er versucht hier nicht mehr irgendwas zu reißen. Ich glaube, dass du für so etwas genau den richtigen Stil hast.
weil du so ein zermürbender Grinder sein kannst, der den Leuten wirklich einfach die Moral nimmt, sodass die Leute sagen, boah, ich habe einfach keinen Bock mehr. Jano hat man das zum Beispiel angesehen. Ich glaube, der hat ab der dritten Runde spätestens keinen Bock mehr gehabt, im zweiten Kampf. Aber glaubst du, dass das mit einem Koga funktioniert, der bisher ja doch mental sehr, sehr stark war in seinen Kämpfen? Jeder hat eine Stärke, eine mentale Stärke. Ich würde auch sagen, die UFC Champions sind extrem stark. Koga ist von der gleichen Mentalität. Das heißt aber nicht, dass man Menschen nicht brechen kann. Jeden kann man irgendwie brechen. Und es ist nur eine Frage der Zeit und der Härte, bis einer eingeht. Das ist eine klare Ansage. Ich glaube, wir haben nach vielen, vielen Jahren den Evil Merz tatsächlich gewonnen. Was? Ich will hier auch gar nichts spielen. Also es ist nicht so, dass es ist auch gar nicht, dass ich jetzt irgendwie unhöflich werde oder so. Aber mir ist auch durch die Reife über die Jahre einfach was klar geworden. Und das ist so in der letzten Zeit passiert. Ich war immer jemand, der so ein bisschen unsicher war, der so nicht an sich geglaubt hat, immer gedacht hat, kann ich das überhaupt schaffen, irgendwann mal so ganz oben mitzukämpfen? Und das ist jetzt wie so, was war zuerst da, Huhn oder das Ei? Aber ich sag mal, wenn ich dir sagen würde, du wirst, wenn du die nächsten 10 Jahre Lotto spielst, auf jeden Fall im Lotto gewinnen. Das heißt, du hast diesen Glauben, also wirst du es jeden Tag machen. So, ich bin, seitdem ich mit diesem Kampfsport angefangen habe, oder zumindest nach einem Jahr dann schon, wo ich dann die ersten Erfahrungen gesammelt habe und so, habe ich wirklich angefangen, alles da reinzusetzen. Sei es irgendwie 5 Uhr morgens auf, mir ist nicht zu schade. Manchmal wache ich sogar um 4 auf, kann das Training nicht abwarten am Abend, gehe um 4 joggen, chill dann zu Hause und gehe dann erst ins Training, weil ich dann erst Pratzentraining habe, um 6 erst oder um 7. Okay. So. Und das war dann für mich irgendwann der Beweis, hey Matt, du sagst zwar, du glaubst nicht wirklich an dich, aber wenn du jeden Tag so krass arbeitest, da muss doch schon irgendwas in dir drinnen sein, das sagt, hey, du kannst es schaffen, weil sonst würde ich doch nicht aufstehen um 4 Uhr morgens und sagen, hey, gib dir die Scheiße jetzt. Ja, das Argument verstehe ich. Wir haben ein paar Zuschauerfragen, die ich zwischendurch gerne mal einschieben würde. Ein paar davon oder den Großteil davon hast du eigentlich jetzt schon beantwortet. Interessanterweise dreht sich ein großer Teil der Fragen um deine Haarpracht tatsächlich. Fitschemalp oder wie auch immer man den Kollegen ausspricht, fragt, welches Haarshampoo benutzt du denn? Das, was gerade da ist, werde ich sein. Also ich habe da keine besondere Kur oder sowas. Ich würde wirklich an alle Frauen oder an alle, die an sich mit Haaren sich intensiv auseinandersetzen, ich bin der Meinung, der Körper kann von außen so gut wie nichts machen. Ja. Alles, was ihr machen müsst, müsst ihr von innen machen. Das heißt, ernährt euch gesund, nehmt Vitamine, macht Sport, haltet euren Körper gesund, dann habt ihr auch eine schöne Haarpracht. Okay, Vato Loco MMA, das ist dein Trainingskollege, Sean da Silva. Top 3 Haarpflegetipps. Einen hast du gerade genannt, gesunde Ernährung. Gesunde Ernährung, sonst gibt es ja keine. Regelmäßig kämmen und waschen. Nicht mal das. Aber nach dem Training waschen wäre empfehlenswert auf jeden Fall, wenn man geschwitzt hat. Aber ja, da gibt es wirklich, es ist einfach gesunde Ernährung, guter Lifestyle, guter Schlaf, wenig Stress vor allem. Und dann klappt es. Guter Lifestyle ist ein gutes Stichwort. Ich habe dir die Frage, glaube ich, schon beim ersten Black Table im Juni damals oder im Juli war das gestellt. Juni. Du sagst, du stehst 5 Uhr morgens auf, um zu trainieren und dann regenerierst du und schiebst noch eine Einheit ein, weil du das Abendstraining gar nicht erwarten kannst und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du einen Max Koga sitzen, der zweifelsohne extrem viel auch für diesen Sport geopfert hat, aber der natürlich auch einen Haufen Baustellen hat mit seinem Nachtclub, mit Firmen, an denen er beteiligt ist und. Glaubst du, dass er überhaupt den Fokus hat für so einen Kampf? Ich sag mal so, Marc, bei mir war das immer so, ich hatte, seitdem ich dann angefangen habe, immer das Gefühl, hey, du musst nachholen. Und dann hat sich das schnell irgendwann in der Mitte der Karriere so in so ein, in etwas reingependelt, dass ich gesagt habe, egal was du machst, mach irgendwas, was ja eigentlich dumm ist, das ist einfach verschwendete Energie. Das habe ich seit einem Jahr oder seit ungefähr einem Jahr jetzt, habe ich das geändert, dass ich wirklich, wenn ich trainiere und auch 2-3 Mal am Tag trainiere, dass ich nur sinnvoll trainiere, dass ich alles ausbessere. Und ich würde echt schon sagen, ich bin überall schon relativ weit oben. Also überall kann ich schon richtig gut mitmischen. Und da, wo ich Baustellen habe, die setze ich jetzt sinnvoll ein, um mich da zu verbessern. Bei einem Max, sage ich mal, der hat schon die ganzen Skills, weil er den Sport wahrscheinlich doppelt so lang macht wie ich oder vielleicht ein bisschen weniger als doppelt so lang. Er hat die ganzen Skills schon. Er muss nicht mehr wirklich daran feilen, skilltechnisch besser zu werden, sondern er muss nur an diesem Tag seine Peak-Performance erreichen. Deswegen und vielleicht einen Gameplan eintrainieren. Für mich war es aber immer so, dass ich lernen musste. Ich wusste zum Beispiel jetzt nach der Erkenntnis vor 2 Jahren noch nicht mal richtig, wie man wirklich gescheit strikt. So, das ist erst neu gekommen mit dem ganzen Wissen.
So, und deswegen hatte ich immer das Gefühl, ich muss nachholen. Er muss das wahrscheinlich gar nicht. Das heißt, er ist schon auf diesem Level, was ich aber von mir jetzt sagen kann, ich bin mindestens genau auf diesem Level, auf dem er ist jetzt. Ich nehme an, du hast seinen letzten Kampf dir angeschaut, den er dann bestritten hat im Sommer. Statt den Kampf gegen dir hat er gegen Zafar Mosen gekämpft, einen Mann, der aus dem Leichtgewicht runterkam. Also Catchweight-Duell, Powerhouse, sehr, sehr athletischer Bursche. Und Max hat diesen Kampf klar gewonnen, aber wirkt auch schlagbar an manchen Stellen, fand ich zumindest. Also Mosen hat ihm auch ein paar gute Dinge eingeschenkt. Wie hast du den Kampf erlebt? War eine gute Performance, auf jeden Fall. Braucht man gar nicht schlecht reden. War eine gute Performance, aber so wie du schon sagst, schlagbar. Schlagbar, auch gute Treffer bekommen. Zum Teil auch extreme Fehler von Mosen, habe ich gesehen. Also der hatte da auch mal den Rücken und hat ihn so leicht wieder hergegeben, dass ich mir gedacht habe, hey, was machst du denn, Junge? Wenn du den Rücken hast, dann musst du draufsteigen. Dann ist nicht vorbei, aber die Runde ist auf jeden Fall so vorbei. Wenn du auf dem Rücken bist, wird die Runde so beendet. Solche Sachen, also habe ich da gesehen und das sind dann halt Lücken gewesen, wo man sich selber dann denkt, die könnte ich ausnutzen, die würde ich ausnutzen, wenn ich an diesem Tag mental fit bin. Und genau das werde ich aber auch sein. Okay, da hören wir es. Der 25.3. Ab dann wird endlich dieser Titel verteidigt. Wir reden seit vielen Monaten über diesen Kampf der zwei wahrscheinlich besten Federgewichte Deutschlands, Max Koga und Mert Özyıldırım, in der Westfalenhalle, hier in dieser Arena in Dortmund. Das Ganze gibt es zu sehen auf Sport 1, bei Fighting auf YouTube für die Basic-Mitglieder und als Pay-Per-View auf fighting.de. Am besten holt ihr euch aber ein Ticket, und zwar unter fighting.de/tickets. Dann könnt ihr live hier dabei sein. Der Innenraum hier, wo wir sitzen, der ist schon komplett ausverkauft. Es gibt noch Karten für Unterrang, Oberrang, da könnt ihr euch noch eindecken. Verpasst nicht das MMA-Spektakel des Jahres, NFC 13, am 25. März. Mert, das letzte Wort gehört dir. Wie gesagt, schon, Marc, du hast schon vieles gesagt. Es wird ein heftiges Event, ein Riesenevent. Ich will unbedingt, dass die Halle voll wird, damit wir auch diese Stimmung hier wahrnehmen können. Gleichzeitig möchte ich mich aber auch bei allen bedanken, die mich überhaupt hierher gebracht haben. Also bei meinen ganzen Trainern, bei meinen ganzen Trainingspartnern und auch bei meinen ganzen Sponsoren. Tja, das war's von uns. Bleibt gesund und haut rein. Es geht um diesen Gürtel und den will ich mir holen. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Mir ist egal, ob es vorzeitig über Submission oder über K.O. ist. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass er in diesem Ring aufgibt. Es ist womöglich das letzte Mal, dass ich um meinen Titel kämpfen werde. Ich habe richtig Bock drauf, jetzt dreckig werden zu lassen. Und am Ende steht dann der Stärkere.